Wir haben momentan die Situation, dass wir in Sachen Antibiotikatherapie für die üblichen Infektionen, die wir behandeln müssen, im ambulanten Setting, aber auch viele, sagen wir mal, nicht ganz so schwer verlaufende Infektionen in der Klinik, nach wie vor ein gutes Portfolio an Substanzen an der Hand haben. Es gibt aber auch inzwischen natürlich die Resistenzentwicklung bei manchen Erregern, insbesondere bei denen, die auch in den Kliniken schwer verlaufende Infektionen hervorrufen können. Und da haben wir tatsächlich einen gewissen Mangel. Und dieser Mangel bezieht sich insbesondere auf gramnegative Stäbchenbakterien, die resistent sind oder resistent werden. Das sind gramnegative Stäbchen, zum einen Pseudomonas aeruginosa, der uns ja schon immer vor gewisse Herausforderungen stellt, aber auch gramnegative Stäbchen aus der Großfamilie Escherichia coli und die nähere und weitere Verwandtschaft, also die Enterobacterales, die zunehmend auch Resistenzmechanismen ausprägen können, die die bisher vorhandenen Antiinfektiva teilweise unwirksam werden lassen. Also hier ist Bedarf für Neuentwicklungen auf jeden Fall vorhanden. Wenn man schaut, wer Antibiotika verordnet, dann ist zum einen der ambulante Sektor mit etwa 85% der Antibiotikaverordnungen hier der große Verschreiber. Die Kliniken insgesamt verordnen 15% des Antiinfektiva-Einsatzes in Deutschland. Natürlich sind es andere Substanzen, die hier und dort verschrieben werden. Und im ambulanten Setting sind es in erster Linie diejenigen, die eben auch die meisten Patientinnen und Patienten behandeln. Das heißt, es sind die Allgemeinmediziner, es sind die Internisten, insbesondere eben auch die hausärztlich tätigen Internistinnen und Internisten, und es sind die Pädiater. Und das sind, mit diesen drei Berufsgruppen hat man etwa so 75% der Antibiotikaverordnung im ambulanten Bereich quasi erfasst. Also es gibt ja jetzt eine Reihe von neuen Antibiotika, die in den Markt eingeführt worden sind oder die jetzt in nächster Zeit in den Markt eingeführt werden. Es ist gut, wenn man diese Substanzen kennt, aber es ist natürlich eine Situation, wo es Antibiotika sind, die für sehr spezielle Situationen in der Regel vorbehalten sind. Das heißt, die wird man nicht in der Breite brauchen. Manch einer wird sie vielleicht über lange Zeit gar nicht benötigen, weil er entsprechend eben keine Infektionen durch solche Erreger sieht. Aber diejenigen, die in der Hämato-Onkologie beschäftigt sind, diejenigen, die mit Intensivmedizin zu tun haben, die sind auf jeden Fall gut beraten, wenn sie die neuen Möglichkeiten zumindest mal sich angeschaut haben und wissen, Ceftazidim-Avibactam, Ceftolozan-Tazobactam, Cefiderocol, in Zukunft vielleicht auch Aztreonam-Avibactam. Das sind Substanzen, die wir in solchen Spezialfällen definitiv benötigen.